Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Life is Feudal Tutorial mit Dragodor. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Herzstück des Spiels, nämlich den Fertigkeiten, also dem Skillbook. Denn das Spiel beinhaltet derzeit insgesamt 65 Fertigkeiten, die man jeweils auf Stufe 100 hochleveln kann und die darüber entscheiden, welche Tätigkeiten man ausführt, welchen Beruf man ausübt, was man craftet, wie und womit man kämpft und welche Rüstung man tragen kann. Davor erstellen wir uns jedoch noch einmal einen neuen Charakter, da sich hier mit dem letzten Update einige Änderungen ergeben haben, die ich natürlich auch gerne zeigen möchte. Mit dem Patch auf Version 0.6.1.3 wurden unter anderem auch weibliche Charaktere hinzugefügt und mit dem letzten Update auf nunmehr Version 0.7.0.6 inklusive der letzten Hotfixes gab es nochmals kleinere Veränderungen bei den Charaktermodellen und zuletzt auch bei der Bezeichnung der Völker. Okay, dann erstellen wir uns nochmal einen neuen Charakter. Ja, wir sind jetzt hier in der Charaktergenerierung und sehen schon mal, dass die Figur nun etwas anders aussieht. Im Gegensatz zur Version 0.5.1.0, die ja in der Tutorial Folge 1 noch aktuell war, sehen wir jetzt nicht mehr nur eine königliche Rüstung, sondern einen authentischen, bohlen, detaillierten Charakter in den Racks, also den Lumpen. Und ja, den gab es zwar auch bereits mit dem Update auf Version 0.6.1.3, aber in der aktuellen Version 0.7.0.6 hat sich schon nochmal einerseits der Oberkörper und die Körperhaltung leicht verändert und zum anderen trägt die Figur jetzt auch eine Waffe. Ja, wir geben jetzt da oben, links oben, einfach einen Namen ein. Ich wähle einfach nochmal den Namen Drago und als Familienname Tuto, als Abkürzung für Tutorial. Als nächstes können wir über Gender das Geschlecht wählen und wir haben jetzt hier neben einem männlichen Charakter auch die Möglichkeit, einen weiblichen Charakter auszuwählen. Und ja, die weiblichen Charaktermodelle sind auch sehr nice, tragen auch eine Waffe und sind auch sehr, sehr cool und detailliert modelliert. Genau. Und wir haben auch verschiedene Stimmen, die wir wählen können. I've got you right where I want you. You've nowhere to hide. There's nowhere to run. Genau. Und dasselbe auch bei den männlichen Figuren. Hier haben wir auch verschiedene Stimmen. I've got you now. I've got you right where I want you. You have nowhere left to run. Okay. Ich glaube, ich nehme die zweite, oder? There is nowhere to run. Null haben wir auch noch. Ja, ich nehme die zweite. I've got you right where I want you. Genau. Und dann haben wir unter Race eben die Möglichkeit, verschiedene Rassen bzw. Völker zu wählen. Und ja, die unterscheiden sich zum einen nun auch optisch deutlich. Kann man hier mal so durchklicken. Genau. Und also das ist das westliche Volk, das nordische Volk und das südliche bzw. östliche Volk. Das ist ein Nomadenvolk. Ne? Und hier haben sich auch die Bezeichnungen geändert. Also das westliche Volk hieß ursprünglich Our Unions. Das heißt jetzt Gotlung. Das nordische Volk, das waren die Jogrithians, heißen jetzt Slavat und die Calissians heißen jetzt Kor oder Kur, das Nomadenvolk. Und genauso haben wir auch Veränderungen bei den weiblichen Charakteren. Wenn wir hier die verschiedenen Völker auswählen, hier jetzt Gotlung, Slavat und Kor. Was hier immer noch ist, ist, dass die Figuren nach oben und unten keine Begrenzung haben. Aber das ist nicht so tragisch. Okay, wir wählen hier einen männlichen Charakter
vom westlichen Volk, also von Gottlung. Als nächstes kann man das Aussehen verändern. Appearance Settings. Beim Head, Kopf kann man noch nichts verändern. Hier bei den Gesichtsfeatures kann man auch noch, oder? Ist keine Veränderung erkennbar. Wird aber wohl noch kommen. Aber bei den Haaren haben wir verschiedene Frisuren zur Auswahl. Haircut 0, dann 1. Dann 2. Drei und vier. Also mir persönlich sagt jetzt Frisurstil 2 am ehesten zu. Und dann haben wir auch noch Facial Hair, also verschiedene Gesichtsbehaarungen. Das heißt Bärte. Und zwar 1, 2, 3. Und 4, wobei jetzt hier kein Unterschied mehr ist zwischen 3 und 4. Das war eigentlich beim letzten Update, glaube ich, noch anders. Da wird sie vielleicht auch noch was tun. Ich bin ohnehin von Art 1 am ehesten angetan. Und dann kann man auch die Haarfarbe ändern. Hier ein bisschen mehr blond und noch dunkler. Das ist auch von den jeweiligen Völkern abhängig. Ich glaube, bei den nordischen Völkern gibt es überhaupt keine dunkle Haarfarbe, so wie hier, sondern nur blond und eher noch einen rötlicheren Ton. Und beim Nomadenvolk dann eher dunkle Töne. Ich tendiere jetzt hier aber, ja, dann bleiben wir so bei diesem Straßenköterblond, dunkelblond. Genau, und dann können wir noch den Hauttyp verändern. Ich glaube, die Body Features sind auch noch nicht implementiert. Entweder gibt es da verschiedene Körpergrößen, Haltungen oder Figuren oder Tattoos etc. Aber den Hautton können wir etwas verändern. Machen wir ein bisschen dunkler. Genau. Okay, ansonsten können wir die Attribute noch einstellen. Das haben wir ja bereits im Tutorial 1 schon näher besprochen, deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Wir haben halt unsere 75 Punkte, die wir hier verteilen. Genau, wir haben 15, 30, ja, wir können hier einfach, machen wir überall 15, dann haben wir unsere 75 verteilt. Ist jetzt auch nur unser Tutorial-Charakter. Und die Crafting Skills ist, im Prinzip haben wir das auch schon im Tutorial 1 besprochen. Wir haben hier 120 Punkte, die wir verteilen und ja, müssen wir halt im Kopf ein bisschen rechnen. 45, 15 sind 60, dann 30 sind 90 und dann können wir hier eigentlich nochmal 10 Punkte können wir noch verteilen irgendwo, ne? Machen wir das hier. Dann müsste passen. Genau, 60, 70, 120. Und die Combat Skills können wir auch verteilen. Ich mache jetzt hier Warhorse Handling auf 60, Miliz auf 40 und dann haben wir hier noch jeweils 10 und damit sind auch die 120 Punkte verteilt. Jawohl! Okay, dann haben wir unseren Tutorial-Charakter erstellt und betreten jetzt die Welt. Ja, und schon haben wir mit unserem neu erstellten Tutorial-Charakter die Welt betreten und sind auch hier gleich in der freien Mausansicht. Mit der Tabulator-Taste wechseln wir in die freie Sicht und können uns dann auch bewegen. Mit der Taste C wechseln wir in die Schulterperspektive, in die Third Person und ja, können uns hier gleich ein bisschen bewegen. Ich schalte nochmal in die Mausansicht und auf den Systemchat. Da werden wir hier freundlich begrüßt und ansonsten widmen wir uns jetzt in diesem Tutorial ja den Fertigkeiten, den Skills. Dazu drückt man die Taste L und kommen direkt in das Skillbook und ja, schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an und werfen mal einen kleinen Blick auf den Skill Cap, die Fertigkeitenbegrenzung.
Ja, den Skill Cap sehen wir hier unten und das ist der Wert, den wir mit der Summe aller erlernten Fertigkeiten nicht überschreiten können. Und dieser Wert kann bei Life is Feudal Your Own von Server zu Server unterschiedlich sein, je nachdem wie er von dem jeweiligen Hoster eingestellt wurde. Beim MMO wird der Wert von den Entwicklern vorgegeben und beträgt nach derzeitigem Stand 600. Wir sehen hier, dass wir 5 mal 6, also 30 Fertigkeiten haben und die können wir jeweils auf Level 100 hochskillen. Das heißt, auf diesem Server können wir mit diesem Skill Cap alle Fertigkeiten auf Maximalskill hochleveln. Auf anderen Servern kann dieser Wert aber wieder anders sein, also ganz je nachdem, wie er eingestellt wurde. Bei 3000 kann man also durchaus alleine zocken und alle Skills ausprobieren. Bei 600, wie er zum Beispiel beim MMO vorgegeben wird, muss man eben dann schon zusammenarbeiten, weil man eben nur ja, maximal hier eine Reihe maximal hochskillen kann und vielleicht noch einen Zusatzwert oder je nachdem, wie man sich es halt beliebig zusammenstellt. Man kann den Skill Cap übrigens auch durch die eigenen Attributpunkte beeinflussen, nämlich mit der Intelligenz, denn die Fertigkeitenbegrenzung errechnet sich wie folgt. Zum einen ist es der Skill Cap, der vom Server oder von den Entwicklern im MMO vorgegeben wurde, plus die Intelligenz minus 10 und das ergibt dann den eigenen persönlichen Skill Cap. Deswegen haben wir jetzt hier zum Beispiel auch einen Skill Cap von 3005, weil unser Intelligenzwert bei 15 liegt und daraus errechnet sich dann der Wert 3000 plus 15 minus 10 ist 3005. Macht hier jetzt natürlich beim Skill Cap von 3000 keinen Unterschied, weil ab 3000 ist man kann man eh alle 30 Werte komplett hochskillen. Aber wenn man nur einen Skill Cap von 600 hat, kann man durch die Intelligenz seine Begrenzung durchaus noch etwas höher bringen und damit noch andere Werte skillen. Die Fertigkeitenbegrenzung gilt im Übrigen jeweils getrennt für die Crafting Skills und auch für die Combat Skills, für die Kampffertigkeiten. Das heißt, man hat hier jeweils diese 3000 Punkte oder 3005 Punkte. Oder im MMO dann halt die 600. Erreicht man dann irgendwann diesen Grenzwert, sagen wir mal, wir haben hier 600 Punkte und man ist bei den 600 Punkten angekommen und es geht nicht weiter, kann man seine Fertigkeiten aber trotzdem weiter verwalten. Um die Fertigkeiten zu verwalten und die Punkte passend verteilen zu können, gibt es im Skillbook 3 Buttons bzw. 3 Einstellungsknöpfe. Und zwar zum einen erhöhen oder upskillen, zum anderen verringern oder downskillen und als drittes dann sperren oder locken. Und diese Einstellungen kommen allerdings erst zum Tragen, wenn der Skill Cap dann erreicht wurde, denn solange die Summe aller Skills unter dem Begrenzungswert liegt, sind die Fertigkeiten ja noch nicht eingeschränkt. Ist der Begrenzungswert allerdings erreicht, sagen wir mal, wir haben jetzt 600 Punkte, erfolgt das weitere Leveln aber dann entsprechend der vorgenommenen Einstellungen. Und die müssen dann natürlich zusammenpassen. Das heißt, um weitere Werte hochzuleveln, muss man dann eben andere Werte entsprechend reduzieren. Oder man sperrt alle Werte, wenn man mit den Fertigkeiten so zufrieden ist. Auch hier gilt das Skill-Management getrennt für Handwerksfertigkeiten und Kampffertigkeiten. Im Spiel gibt es derzeit insgesamt 65 Skills, die übersichtlich auf 3 Seiten verteilt sind. Und zwar gibt es hier 30 Crafting-Skills, also die Handwerksfertigkeiten. 30 Combat Skills, also die Kampffertigkeiten und dann noch 5 Minor Skills, also die Grundfertigkeiten. Derzeit sind noch nicht alle Fertigkeiten integriert, aber mit jedem Patch werden stetig weitere Skills eingebaut, wie zum Beispiel zuletzt die Ausbildung, also das Mentoring oder das Kriegsgeschrei
also die Warcries. Und ja, schauen wir uns also erstmal die einzelnen Seiten an. Die 30 Handwerksfertigkeiten im Skillbook auf Seite 1 sind aufgeteilt in 25 primäre Skills, das sind die oberen 5 Zeilen, und in 5 sekundäre Skills, das ist die unterste Zeile. Der Unterschied hierbei ist, dass man die primären Skills der Reihe nach freischalten muss. Das sieht man ja, da alle noch nicht freigeschalteten Skills gesperrt sind, während man die sekundären Fertigkeiten beliebig leveln kann. Die sind hier auch alle offen. Bei den primären Skills sind die Fertigkeiten zeilenweise angelegt, das heißt, man muss jeweils den nächsten Skill in der Zeile freischalten. Wie bereits in Tutorial Folge 1 erwähnt, mit Level 30 des vorherigen Skills schaltet man den Skill auf 29,99 frei und mit Level 60 des vorhergehenden Skills erfolgt die unbegrenzte Freischaltung eines Skills. Ja, und wir haben hier bei den primären Skills 5 Zeilen. Also auch 5 Berufe oder 5 Zünfte, und das sind im Einzelnen hier die Metallverarbeitung, also der Schmied, dann die Holzverarbeitung, das ist der Förster bzw. der Schreiner, dann die Naturkunde, das ist der Kräuterkundler oder der Alchemist, dann das Bauwesen, das ist der Baumeister bzw. der Architekt. Und die Landwirtschaft, das ist der Bauer bzw. der Farmer. Und jeder Spieler kann sich natürlich abhängig vom Skill Cap einen oder mehrere Berufe oder Zünfte wählen, die er leveln möchte, bzw. eine beliebige Mischauswahl treffen und auch Ergänzungsfertigkeiten, also sekundäre Skills, erlernen. Ich werde bei den nächsten Tutorials näher auf die jeweiligen Berufsgruppen bzw. Zünfte eingehen, möchte aber hier trotzdem mal einen groben Überblick über die einzelnen Skills geben. Mit Prospecting bzw. Suchen skillt man die Attribute Intelligenz und Stärke. Man sucht anfangs nach Feuersteinen für die ersten primitiven Werkzeuge und nach Munition für die Schleuder. Man kann Wandproben entnehmen und nach Kupferadern suchen, später nach Eisen-, Silber- und Goldadern, wobei sich jeweils der Suchradius erhöht. Mit Mining bzw. Bergbau skillt man Stärke und Vitalität, also Strength und Constitution, und man benötigt hierzu eine Pickaxe. Am Anfang baut man Kupfer- und Eisenerz ab, dann Silber- und Golderz, später Edelsteine und Mineralien. Mit dem Smelting bzw. Verhütten skillt man Beweglichkeit und Intelligenz und benötigt zumindest einen Furnace, also einen Schmelzofen bzw. Rennofen. Anfangs verhüttet man Kupfer und Eisenerz, kann einen Amboss schmelzen, dann Silber und Golderz, später Stahl und Ostaskus, wobei man auch Metalle wiederverwerten, also recyceln kann. Mit dem Forging bzw. Schmieden skillt man Stärke und Vitalität und benötigt zumindest einen Forge and Anvil. Anfangs kann man Halbzeug wie Blech, Nägel und Metallbänder schmieden, Laternen und so weiter, Werkzeuge, Waffen, Kampfbögen oder eine spezielle Armbrust. Als Rüstungsschmied mit Armor Smithing skillt man Stärke und Beweglichkeit und schmiedet anfangs leichte Rüstungen, dann Rüstungen für Pferde, später normale, schwere und letztendlich königliche Rüstungen.